Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kevin Spielt Kanal. Wir machen heute tatsächlich richtig geile Pizza und wir sind ja auch gerade schon direkt am Arbeiten. So, zack, jetzt machen wir schön Belag drauf. Wir müssen natürlich die Pizza noch backen und bringen die dann jetzt hier in unseren Shop rein. Und hier sind tatsächlich auch die Kunden. So, da müssen wir die Pizza einmal verteilen. Hier in der die Lounge kennen wir noch nicht. Ah, hier vorne zum Delivery müssen wir die Pizza noch bringen. So, und jetzt haben wir Geld und das bringen wir hier hin. Und dann gehen wir hier hin und zack. Sehr schön. Oh, und wir können auch tatsächlich uns jetzt hier eine Chefsignatur, ein Logo machen. Ja, ich finde das doch ein cooles Logo, oder? Wir nehmen einfach das als Logo, würde ich sagen. So, Freunde, unser Logo wurde gespeichert. Und jetzt geht's wieder los. Ich will auf jeden Fall der krasseste Pizzabäcker hier in meiner Stadt werden. So, dieses Mal machen wir eine dicke Pizza. Hauen hier Soße natürlich drauf. Zack, dann nochmal einen schönen Belag. Oh, jetzt haben wir noch mal eine Pizza vorne. Jetzt muss sie natürlich auch noch gebacken werden. Und auf zu den Kunden. So, hier vorne. So, warte mal. Die können wir noch nicht weiterverkaufen. Wir müssen jetzt hier zum Delivery Guy gehen. Bei der Delivery, also die Lieferung, da kriegen wir auf jeden Fall immer gut Geld. So, jetzt sammeln wir unsere $250 ein. Okay, und $171 haben wir jetzt schon wieder verdient. Sehr, sehr gut. Oh, was haben wir denn jetzt freigeschaltet? Okay, wir können jetzt hier anscheinend auch neue Belege für unsere Pizza holen. Wir können unsere Hände anders machen. Wir können unsere Platte, wo unsere Pizza drauf ist, können wir auch noch verändern. Hier sehen wir auch direkt mal unser Bistro. Aber ich würde sagen, wir gehen auch direkt einfach schon mal wieder los. So, wir nehmen diesmal wieder eine dicke Pizza. So, zack, zack, zack. Was bringt das jetzt? Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt schlau war. So, einmal Soße einsammeln. Zack. Und backen. Und was bringt das jetzt hier? Ah, okay. Ist das für den extra guten Service? Warte mal, dann bringen wir aber die Pizza doch direkt einfach mal hier hin, oder nicht? So, Geld einsammeln und zack. Okay, let's go. Ich will auf jeden Fall meinen Pizzaladen ein bisschen verbessern, Freunde. Wir haben zwar schon einen ganz niceen Pizzastore, aber so krass ist der noch nicht. So, zack, zack, zack. Wir verkaufen die jetzt einmal alle. Nehmen hier unsere neuen Pizzateige mit. Wir machen einmal eine Herzform. Und wir müssen die natürlich erstmal backen, das ist wichtig. So, und jetzt bringen wir die mal wieder in unseren Laden rein. Hier haben wir wieder unsere Kunden. Und wir können Kunden freischalten, wenn wir noch $600 uns hier... $600 fehlen uns noch. So, zack. Geld einsammeln und ich glaube, jetzt machen wir auch nochmal das Trinkgeld, was wir bekommen. So, jetzt haben wir unser Trinkgeld auch mal eingesammelt. Und jetzt sollten wir auf jeden Fall dick aufsteigen. Oh mein Gott. Okay, das ist unser neuer Highscore. Oh, was ist das denn? Hä? Die Thanos-Faust? Den Thanos-Handschuh müssen wir eigentlich nehmen. Oh mein Gott, wir haben jetzt einfach diese Thanos-Hand. Junge, WTF. Oh, jetzt haben wir schon einige Pizzen hier auf jeden Fall am Start. So... Oh mein Gott, wie viele Pizzen haben wir denn? WTF. Oh mein Gott. So, die müssen jetzt hier alle auch nochmal gebacken werden. So. LOL. Alter. Hey, Junge, wir haben ja geisteskrank viel Pizza. Oh mein Gott. Okay, die können wir auch direkt hier einfach mal alles zu unserem Liefertypen tun. Sehr, sehr gut. Oh, das ist dick Cash, Digga. Let's go. Oh mein Gott, wir haben $811. Let's go. Biong. Oh mein Gott, wir sind mega rich. Okay, Freunde, wir haben direkt auch mal die Werbung hier mitgenommen. Haben jetzt $4000 und das ist sehr, 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 sehr krass. Okay, let's go. Was ist das hier? Was bringt das? Hä? War es jetzt gut? Ich glaube, es war nicht gut, dass wir das gemacht haben, oder? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Oh, warte mal. Verdammt. Zu viel Pizza. Okay, die muss noch gebacken werden. Okay, ist das jetzt gut? Ich glaube, aber eine andere Form ist ganz gut. So, zack. Wir schalten neue Kunden frei. So, die haben schon Pizza. Okay, wir können hier auch nochmal bald neue Kunden freischalten. So. Und jetzt hier an den Liefertypen nochmal. Und jetzt sammeln wir unser ganzes Geld ein. Und let's go. Sehr nice. Also ich muss sagen, Freunde, ich bin schon echt zufrieden mit unserem Pizzaladen. Ist schon ganz gut am Laufen hier alles. So, so. Oh, das wird jetzt gebacken, aber da ist nichts drauf. Nice, sehr gut. Okay, ihr kriegt was, ihr kriegt was. Wir schalten hier auch dann gleich mal die neuen Kunden frei. Wie kriegen wir denn die Donuts? Keine Ahnung, wenn wir die Donuts bekommen. Okay, let's go. Wir sammeln wieder Geld ein. Oh, wieder dick Money bekommen.
Also ich muss sagen, das Spiel macht schon auch wieder sehr, sehr viel Spaß. Ist schon sehr, sehr witzig. Boah. Alter, schau ich mal an, wie viele Pizzen wir haben. So, ihr kriegt was, ihr kriegt was. Wir schalten hier dann nochmal die neuen Kunden frei. Und Lieferservice kriegt auch wieder Pizza. Auf geht's. Nochmal einsammeln den Aal. Also unser Highscore ist aktuell $811. Hey, was ist das denn? Oh, warte mal. Eine gemixte Pizza, die müssen wir auch nehmen. Okay, Freunde, wir haben das Ganze eingesammelt. Und jetzt geht's los. Jetzt bin ich mal gespannt, was diese gemixte Pizza uns bringt. Zack, zack, zack. Oh, jetzt haben wir die gemixte Pizza. Sehr wild. Was bringt mehr? Ich glaube... Ah... Ich glaube, das bringt mehr. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall so eine richtig geile Pizza mit so sau viel Belag. So, wir haben gleich nochmal neue Kunden in unserem Laden drin. So, wieder ein bisschen was zu dem Typen abgeben, der dann die Pizza wegbringt. Und wir sammeln auch gleich, würde ich mal sagen, wieder unser Trinkgeld ein. Haben wir auch schon wieder $600. Und let's go! Machen eine dünne Pizza. Zack, zack, zack. Jetzt das Zeug da noch drauf. Okay, und jetzt können wir hier neue Kunden freischalten. Das ist babamäßig. Ich glaube, die bringen uns viel Geld, sonst würde es nicht so teuer sein, das freizuschalten. Boah, $356, sehr fresh. Okay, weiter geht's. So. Oh, Leute, was ist das denn jetzt? Ach, das sind jetzt die Donuts. Hä? Was ist das denn? Sind das jetzt die Donuts? Hä, wo sind wir denn jetzt hier? Nee, du kriegst nix. LOL! Jetzt haben wir Donuts. Zack, jetzt können wir nochmal den Style ändern. Oh mein Gott. Let's go. Wir haben jetzt in unserem Pizzaladen, wir haben auch noch zusätzlich Donuts. Hä? Nee, hä? Haben wir jetzt einen... Hä? Ich bin verwirrt. Ah, unser Pizzaladen ist da links. Ach so. Das ist ja sehr, sehr interessant. Können wir uns den jetzt am Anfang aussuchen, was wir machen? Ob wir Pizza oder Donut machen? Oder können wir uns das nicht aussuchen? Weil jetzt sind wir auch schon bei den Hotdogs schon. Nee, jetzt machen wir... Hä, machen wir jetzt die ganze Zeit Donuts? Let's go. Und die kriegen nochmal einen anderen Style. Und die kriegen auch nochmal so schönes Papier drunter. Okay, wir brauchen erstmal die ersten richtigen Kunden hier bei uns. So, dann auch nochmal für den Lieferservice. Perfekt. Und wir sammeln uns das Geld mal ein. Und wir gehen jetzt mal zur Pizza wieder zurück. Mal sehen, was passiert, wenn wir jetzt hier... Jetzt müssen wir doch nochmal bei Pizza starten, oder sehe ich, das ist falsch. Aha, nee, hä? Jetzt machen wir wieder Donuts. Ich glaube, irgendwas mache ich falsch. Und wir haben die ersten Kunden bei uns im Donutladen. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. So, und Geld einsammeln. Und jetzt holen wir uns auch nochmal unser Trinkgeld. Oh mein Gott, jetzt haben wir $1000. Boom, let's go! Und jetzt holen wir uns auch nochmal mal 5. Okay, warte mal. Jetzt will ich mal... Eine Runde machen wir noch, Freunde, anscheinend. So, zack, zack, zack. Nehmen wir die ganzen Donuts mit. Oh mein Gott, wie viele Donuts haben wir jetzt hier bitte? Holy moly. Schön hier links fahren. Ich will nicht, dass meine Donuts gesmashed werden. So, du kriegst gar nichts. So, da kommt noch Papier ran. So, die Kunden kriegen was. Und dann auch noch zum Lieferservice. Und Freunde, ich würde sagen, an der Stelle, was jetzt hier mit dem Video? Ich will mal ganz kurz gucken. Was passiert, wenn wir uns jetzt hier diese Lounge kaufen? Haben wir ja jetzt genug für. Ah nee, die kostet 34.000. Oh mein Gott. Okay, Freunde, ich würde sagen, an der Stelle war es jetzt hier mit dem Video. Gebt einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, würdet ihr in meinen Pizzaladen kommen? Ja oder nein? Oder in meinen Donutladen? Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dann, haut rein und ciao, ciao.